Schönen guten Tag zusammen. Heute würde ich zeigen, wie man kann so ein Stück in ein Motiv integrieren. So ein Green Square machen. Ich habe so eine Baumwolle genommen in Hellfarbe, 350 Meter pro 100 Gramm. Das ist deutlich so dickere Wolle als die, aber ich habe keine andere so dünn wie die andere. Es ist nicht schlimm, denke ich. Also ich komme mit den Faden in die Mitte von dem Kopf, so da wo die Stäbchen sind, so die Mitte, so ungefähr. Also ich komme in die Mitte von dem Kopf, mache drei Luftmaschen nach oben, eine Luftmasche zwischen und noch ein Stäbchen in die gleiche Stelle. Zwei Luftmaschen, zwei auslassen, eine feste Masche. Dann mache ich sechs Luftmaschen, zwei, drei, vier, 6. Lasse 3 aus. 1, 2, 3. In die vierte mache eine feste Masche. 2 Luftmaschen. 2 auslassen. In die dritte. In die dritte feste Masche mache ich den Stäbchen. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen drin, so das gleiche wie hier. Jetzt mache ich 2 Luftmaschen, 2 auslassen, komme in die feste Masche mit einer feste Masche. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. 6 Luftmaschen, so auf diese Ecke. So, das Ende des letzten Reihes von dem Motiv, diese Stück. So, 2 Luftmaschen und komme da oben so zwischen. Nur 2 Kästchen lasse ich auf einer Seite, 2 auf andere und in diese mittlere Stäbchen komme ich mit ein Stäbchen. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die gleiche Stelle. 2 Luftmaschen und komme auf die andere Seite symmetrisch. Sechs Luftmaschen. Mit fester Masche. In die Stelle, wo das Kopf so geht weiter, die feste Masche, die auf dem Kopf sind. Och, was kann man verstehen? 2 Luftmaschen, 2 auslassen. Da mache ich diese Vögelchen. Zwei Luftmaschen, 2 auslassen, ein Stäbchen. Sechs Luftmaschen, 3 lasse ich aus, 1, 2, 3, in die vierte komme rein, so, symmetrisch, und dann 2 Luftmaschen und verbinde ich die Reihe in die dritte Luftmasche.
So, was habe ich bis jetzt bekommen? Jetzt nächste Reihe springe ich in die Luke rein, mache eine Luftmasche, eine nach links und mache noch eine feste Masche da drin. Dann drei Luftmaschen und mache ich schon die Ecke. Drei Stäbchen in die Lücke von sechs Luftmaschen. Drei Luftmaschen und noch drei Stäbchen in die gleiche Lücke. So, was bekomme ich? Drei Luftmaschen, komme in den Vogelchen, eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Drei Luftmaschen, komme in die nächste Ecke. Da mache ich drei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und noch drei Stäbchen. Drei Luftmaschen kommen in den Vogelchen. Eine Luftmasche, noch eine feste Masche. So. Und symmetrisch mache die andere Seite. Also letzte drei Luftmaschen und komme in die Luftmasche, die ich am Anfang wie eine erste feste Masche gemacht habe. Und werde ich noch eine Reihe machen. Da springe ich in die Lücke und mache 1, 2, 3, 4. In die 1, 2, 3, dritte Luftmasche komme ich rein und mit Kettmasche mache ein Picot und komme wieder da in die gleiche Lücke. Drei Luftmaschen und jetzt jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, halte so fest, mache 1, 2, 3 Luftmaschen und komme wieder in die dritte Luftmasche von oben mit einer Kettmasche und mache das Picot. Zwei Luftmaschen auf die andere Seite und komme wieder in die Stäbchen mit Stäbchen. Drei Luftmaschen, komme wieder in die Lücke von einer Luftmasche mit einer festen Masche, mache drei Luftmaschen und ein Picot. Und wieder noch eine feste Masche. Drei Luftmaschen und komm wieder auf die Ecke, wo jedes Stäbchen bekommt ein Stäbchen.
Dann zwei Luftmaschen, noch drei Luftmaschen, Picot, zwei Luftmaschen und auf die andere Seite komme in den Stäbchen. Und so mache ich die ganze Quadrat, die ganze Runde. So, am Ende verbinde ich die Reihe in die Luftmasche mit Kettmasche und schneide es ab. Und sowas habe ich bekommen. So sieht das aus, ein bisschen gebogelt. Ja, wie mache ich ein Motivchen, diese Totenkopf? Lasse ich ein Link. So, wie geht es, weiß ich noch nicht, aber ich schaffe das. Und so ist mein heutiges Motivchen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis nächstes Mal.